Weil hier vorne müsste noch Kupfervorkommen sein oder ein Stück weiter im Norden. Ah. Macht man eine Markierung? Doppelklick. So. Ja, hier ist nämlich noch das Kupfervorkommen, da haben wir nämlich noch gar nichts dran gemacht. So, okay. Ach, du bist schon beim Kupfervorkommen. Ja. Ich dachte bei einem Läufer gerade im AT-AT, namens Wolfgang. Wenn Jordan ein AT-AT baut, wenn ich zurückkomme, bin ich aber sehr impressed. Ja, wir können ja einen aus Holz bauen. Und wenn Hartmoor mitspielen würde... Sie sich auch einmal drauf und kriegt das ganze Kupfer hier. Wenn Hartmoor mitspielen würde, wäre der in kurz. 2 Stunden fertig. Wenn du mitgekommen wärst, könnten wir das Kupfervorkommen ein Drittel noch schneller abbauen. Ach, ich übertreibe, ein Achtel. Und es kommt immer darauf an, wie schnell ich arbeite. Ja, so wie immer. Wir sollten am besten alle. Was macht ihr da in der Ecke? Schlagt ihr einfach den Stein? Ich hab hier gerade was gehört. Du willst immer was hören. Das nennt sich Natur. Ja, da hinten sind zwei Viecher. Ja, die haben Angst. Die haben von meiner Trollhautstufe 4 Angst. Da sind sie jetzt. Oh. Bewaffnung! Nee, das ist einfacher. Oh. So, der ist es. Freust du dich, mich zu sehen, oder ist das deine Spitzhacke? Vorsicht, minderjährig. Ich hoffe, ihr habt eure Vergewaltigungspfeife dabei. Ich denke, die hilft nichts bei mystischen Waldwesen. Oh, irgendwie habe ich Hunger. Ey, ich habe heute Erdbeeren gekauft, Alter, für 4 Euro, Alter, eine Packung. Echt, und hier kannst du einfach im Wald irgendwelche Beeren pflücken. Ja, aber die kann ich ja nicht wirklich essen. Wer weiß, du kannst sie ausdrucken. Ja. Das ist leicht benehmen. Aber ich hab die gesehen, die haben mich so angestrahlt, da musste ich mir welche kaufen. Wenn sie strahlen, ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen. Weil es ist das Herkunftsgebiet. Ja. Tschernobyl? Nein, das war irgendwo aus dem Süden sehr wahrscheinlich. Oder aus irgendeiner Lagerhalle bestimmt so. Foodprinter. Wer kauft im Winter denn Erdbeeren? Ich kaufe im Winter auch Eis. Also von daher. Das ist aber was anderes. Eis kannst du das ganze Jahr produzieren. Erdbeeren ist so eine Sache. Ja und? Wenn nicht Saison ist. Ich tue wenigstens was für die Wirtschaft. Von welchem Land? Naja, von dem Herkunftsland und unserem Land. Das muss ja alles transportiert werden. Ich sichere dem LKW-Fahrer den Job. Er kauft im Winter Eis, Heretika. Der Spedition. Den Bauern. Wobei das ja wahrscheinlich keine Bauern sind. Hast du noch einen Schlag frei? Weil meine Hacke ist jetzt kaputt. Meine Hacke, genau. Das ist doch was. Wobei, machen wir mal Trick 17. Naja, Erdbeeren, nicht Erdbeeren. Machst du. So. Ich baue mal eben einen kleinen Unterstand, damit wir die Hacke reparieren können. Auch das so ein bisschen ranzoomen kann mit deiner Figur. Okay, meine Hand ist auch kaputt.
Mein Gott, warum hört das nicht auf zu regen? Bei uns hat es schon aufgehört. Lass gut sein. Ja, ich brauche kein weiteres Holz. Ich baue den Unterstand einfach beim Karren, dann kann man den Karren nämlich nachher auch reparieren. Ist schon voll. Ich bin voll. Ja. Ich habe 299 voll. Gewicht. 300 Gewicht. Also ich habe auch letztens Eis gekauft, weil ich Bock drauf hatte, egal wie kalt es draußen war. Naja, siehst du? Ja, aber es sind keine Erdbeeren, Jordel. Kachen. Hinter uns. Lass dich nicht davon irritieren, da ich andersrum stehe. Packe ich noch ein bisschen Kernholz rein. Ja, das kannst du natürlich mitnehmen, Kernholz. Hast du gar kein... Achso, doch, da. Der hatte kein Fleisch? Shit. Ups, ich habe außerdem 40 Kohle dabei. Woher hast du die denn? Wahrscheinlich habe ich die unterwegs aufgesammelt. Genau. Ah, jetzt hat es hier auch angehört zu regnen. Eine Minute später, krass. Holz benötigst du ungefähr? Ich brauche nur 10 Holz oder sowas, aber weil ich noch die Bronze drin hatte. Wir kriegen übrigens Besuch. Ich hör's schon. Da hinter dir. Du musst weg. Richtig, Eis geht immer. Man muss sich halt nur dick einpacken beim Eisessen. Schräg ist doch. Ah, jetzt bin ich richtig, verbrannt, ey. Aber reicht ja. Zum Reparieren. Vorne und wir können den Karren so reparieren. Ja. Mal ein bisschen lange den Rahmen nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich haben wir das gesamte Spiel schon gelernt. Und ja, ich baue das nicht mit Kiefer auf, aber eine Kiefer hat ja auch eine mehr Standardholz als das besondere Holz. Noch was. Hier ist überall noch ein bisschen was. Ach, verdammt. Ach, ist das schön. Besuch kommt. Zweihandwaffe gehen. Ich glaube, kann man hier auch so. Ach, da ist übrigens noch ein bisschen was an der Ecke. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich fast fertig. Welche? Noch tiefer? Nee, hier ist nichts mehr. Hast so. Du Kupfererz? Wie hast du Kupfererz? Natürlich habe ich Kupfererz. Ich habe es gerade abgebaut. Wie viel? 7 habe ich jetzt noch mal drin. Okay, ich habe 8.
Aber das nächste Vorkommen ist direkt hier um die Ecke, nämlich etwas im Norden. Warte mal schnell noch ab, dann können wir das noch abbauen. So, ja, das war noch schön. Oder wir waren hier an dem. Ich habe leider nicht immer stringent die Sachen gelöscht. Deshalb, hier waren wir nämlich schon mal. Ja, hier vorne war es noch, glaube ich, was so. Stein. Ist noch was? Ja. Ist noch, dass da irgendwas in der Nähe. Ich bin zu schwer. Aber ich glaube, ich habe Steine und richtig viel. Deine können wir eigentlich wegschmerzen. Im Taktschlagen müsst ihr noch üben. Es tut mir sehr leid. Es ist halt nicht my business. Das so? Vor allem irgendeiner hat immer Ausdauerprobleme. Hier würde sich mal echt lohnen, passende Kleidung für unterschiedliche Arbeiten reinzumachen. Wodurch du Ausdauerbuff bekommen wirst oder sowas. Ne, ich denke nicht. Oh, wir haben Besuch gehabt. Ist schon abgehauen. Dann kommt er nachher wieder. So, und viel. Steine könnt ihr ruhig mitnehmen. Wir haben einen Schaman hier. Steine haben wir genug. Richtig, Steine haben wir echt genug. 8 Millionen Tonnen nämlich. Wir leben durch das Gift, aber ich... Proof ist nicht mehr der Jüngste. Hallo, ich gehe ja wohl noch voll als 18 durch. Oh, ist langsam dunkel. Ich würde ja sagen, alt werden macht Spaß, aber es ist leider nicht so. Es hat Vorteile, aber auch Nachteile. Man hat nie genug Steine, wenn man Pyramiden bauen will. Ich weiß gar nicht, ob es die nächste, ob es eine neue, also eine weitere Stufe gibt für Häuserbau mit Stein, aber ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen einen anderen Hammer machen. Dass sie das auch reinpatchen würden. Nee, ich glaube, das gibt's schon. Dass du mit, also Stein verarbeitest dann, und das ist dann die nächste Stufe für Aufbau. Weil du kannst im Moment ja nur bis 3 Etagen bauen. Ansonsten wird das halt instabil von der Statik. Und dann brauchst du halt andere Materialien, damit du höher bauen kannst. Vorne ist der Schamane wieder. Noch ein Schamane. Der andere ist ja tot. Das ist ja easy jetzt. Am Anfang richtig viele Probleme bereitet. So, ich bin voll. Ich habe 12 Erze drin. Noch nicht ganz. Und meine Hacke ist eh fast kaputt. Meine Hacke ist kaputt. Dann zurück. Oh. Schlag mich. Schön, dass du deinen Fetisch bei uns entdeckt hast. Ich dachte gerade, du bist gestorben. Über 30, das neue 18. Wenn das Boah, mal so wäre. Wir werden angegriffen. Ja, weißt du warum? Ja, weil du alleine im Lager rumschrammelst, während wir hier sind.
Und ja, aber das wird angepasst nach der Anzahl von Spielern in dem Gebiet. Und da du ganz alleine bist. Oh lol, nee, die wollten an den Honig ran. Ich hab meine Beste. Was sind das denn für welche Diebe, ey? Platz haben wir noch. Ja, in dem Storage kannst du so viel reinmachen, wie du willst, wenn ich das richtig gesehen hab. Ehren. Wo ist Wolf? Wolf ist, glaub, was bei einem Kollegen trinken. Hier ist auch nochmal ein Kupfervorkommen. Oh, warum haben wir das nicht entdeckt? Lass uns das mal eben abbauen hier. Also müssen wir nicht so weit laufen, das andere ist ja ein bisschen jetzt noch da. Dann lösche ich das nicht raus. Dum, dum, dum. Arbeit, Arbeit. Wir kriegen Besuch, Schamane. Ja. Ich hab's gerade auch gesehen. Klöpp, Arschschuss. Crit. Aber nach der, da sollten wir mal zurück. Ja, nach der hat er gehört. Unser Dorf. Oh, nochmal ein Schamane. Wurde nicht vergiftet, weil ich abgerutscht bin. Ich um den Crate was. Ach, ich hab keine Ausdauer. Ich habe auch gleich eh kein Essen mehr. Eine wilde Chance. Schaden. Also der Wolf hätte gerne mitgespielt heute natürlich, aber weil wir leicht zeitversetzt Soul Eye erst antworten konnte. Ich habe währenddessen auch gegessen. Ja. Habe ich Wolf gesagt, er kann ruhig zu seinem Kollegen gehen, weil ich kann ihn ja nicht jetzt zwingen, irgendwie zu warten. In der Hoffnung, dass vielleicht nachher Soul Eye vielleicht da ist. Mhm. Sowieso nicht viel. Dann müssen wir noch das Abo machen. Naja, wir machen den Ausbau für die Schmiede vom Level her. Aber das ist ja. Das wir ist machen, ja nicht wir sammeln gute. Ne, wir machen ja nichts Schlimmes, richtig. Schlimmes machen wir sowieso nicht. Das macht, dafür ist Jordi zuständig. Ich meine jetzt nicht die ganze Pause verbrauchen vom Ding nutzt. Ja, alles, was wir jetzt abbauen, können wir auch verbrauchen. Ja, kannst du das Spiel empfehlen? Fette 10, Junge. Bestes Spiel aller Zeiten, ey. Hab noch nie so viel Spaß gehabt beim Abbauen von der Ärztere hier. Ja, aber nur, wenn du mit Freunden spielen kannst. Ja. Nee, ich finde, allein ist das tiefenentspannt. Ich hab auch schon alleine gezockt. Da ist ein Reh, okay. Obwohl, klar, mit Freunden ist das immer etwas besser. Ja. Deshalb spiele ich ja auch mit Unbekannten, die ich nicht mag. Was habe ich denn überhaupt in Spitzhacke 23, ich gleich 24. Ich brauche mein Level up.
Wir werden gerade von Brut angegriffen. Nee, der hängt fest. Der ist überfordert in der Stufe. Oh, der ist bei mir. Ist bei mir. Oh, da ist auch noch ein Schamane dabei. Hier noch mehr? Was, der Schamane heilt seine. Ja, weißt du doch. Das wusste ich bisher. Okay, ich überfordert. Ich weiß, dass ich den Pfeil in mich geschossen. Alter, du Miststück. Er ist tot. Übrigens 2 Sterne hat. Ja. Ich greife den auch gerade an. Die haben die Werkbank hier unten kaputt gemacht. Wer? Unter dem Aussichtspunkt da. Ach, die ist doch scheißegal. Ja. Ich hab keine Ausdauer. Ich geb finalen zurück. Das geht mal gut. So viel dazu. Wenn irgendwas noch so viel, was wir hinbekommen haben, ohne Jordel. Wir brauchen Jordel nicht. Ja, für die Landwirtschaft ein. Neuer Tag. Naja, nichts Schlimmes machen. Jorde ist halt jemand, der. Ja, setz einfach ein, was du meinst. Ich hätte gerne einen Jorde für meinen Keller. Der Jorde hätte dich auch gerne für seinen Keller. So, Spitzhacke zerbrochen. Noch ein Schlag wahrscheinlich. Und komm, ein Schlag. Was gebracht? Warum heißt Jorde eigentlich Daddy's Girl? Weil Jorde manchmal denkt, er wäre lustig, wenn er sowas macht. Ist doch scheißegal, wie ich heiße. Nee, du hättest dich ja mal normal benennen können. Du holst mich aus meiner Immersion raus in dem Spiel. Weil hier jemand rumläuft, der Daddy's Girl heißt. Tja. Haben wir 66. Ich habe mal ein paar neue Lichter gesetzt hier, die haben die kaputtgeschlagen. Leveln könnt ihr alles, indem man gegen einen Baum haut, ohne ihn zu zerstören. Naja, bis auf Äxte. Ja, aber. Synchron. Es levelt ja eh alles mit. Also, warum sollte ich jetzt irgendwie tricksen? Was? Coin habe ich bei 29. Wenn wir dann zurück sind, könnte ich mir dann die Zweihandwaffe eigentlich schon machen. Zwei ein Großkeul oder kann ich dir meine. Aus dem Geweih meinst du? Ja. Ich dir meine große Keule geben. Nur kannst du. Ist erstmal ein bisschen. Aber ich glaube, die Zweihand kannst du nicht mit deinem Schild benutzen. Was auch Sinn macht, weil Zweihandwaffe heißt. Oh mein Gott. Nutze. Beim Spitzhacke arbeiten ist das halt wirklich das Ausdauerproblem. Es dauert halt einfach ewig. Außer wenn du es wahrscheinlich levelst. Du brauchst jetzt ein bisschen weniger Ausdauer. Das war
war gerade synchron. Dann machen wir gleich eben, also beziehungsweise mache ich gleich das kleine Upgrade. Ja, wir können jetzt auch eine bessere Spitzhacke machen. Wir gucken gleich mal. Also wir müssen ja auch alles erstmal wieder einschmelzen. Das dauert ja auch ein bisschen. Ich trage zu viel. Ja, finde das Ausdauer oft ein Problem ist. Hoffe, ich finde bald was dagegen. Ja, was Gutes essen. Da hast du mehr Ausdauer. Eigentlich noch relativ viel Kupfer vorkommen. Ausdauer Zaubertrank. Dann jagen wir Wildschweine per Hand. Hier ist doch was. Hier ist auch noch was. Bier gilt auch. Stimmt, wir haben noch gar keinen Fermentierer gebaut. Das könnten wir auch mal machen. Müssen wir mal gucken. Also das gibt's schon als Bau. Müssen wir mal noch gucken, was es kostet. Stimmt, irgendwas mit Kupfer. Ja, kann gut sein. Aber lass erstmal, wie gesagt, Kupfer, wenn wir es gleich einschmelzen in der Urform. Bevor wir es in Bronze umwandeln, wenn wir vielleicht noch Kupferbarren für irgendwas brauchen. Bin ungefähr genauso weit wie ihr. Wir spielen ja noch nicht sehr lange. An sich haben wir von Spielzeit her in dem Game, also hier in der Session, ich glaube 5 Stunden, ja, 5,5. Also, nee, ein bisschen mehr. So, Hacke kaputt. Dann ist sowieso gleich auch noch kaputt. Der Schlag. Abendcheck. So, ich hab mal ein bisschen die Minen angeheizt hier. Dann ist die Schmiede. Ach, der ist, ich hab erst gelesen, nicht, dass der Jack One-Hit heißt, sondern dass der Jack O'Neill heißt. Ich wollte schon fragen, wann mal eine neue Stargate-Serie kommt. Hey, der ist doch schon fast tot. Was ist jetzt passiert? Jack O'Neill ist tot? Glaube ich nicht. Nein, aber fast, der ist ja schon uralt, Mann. Der ist nicht so mega, also... Oh lol, ich habe gerade gesehen, wie ein Baum wächst. Der ploppt einfach aus dem Boden nach oben. Ja, das habe ich auch dann weg. Gibt es einen Grund, warum man zweimal neu anfängt? Warte, warte, warte. Ich hab's gerade auch entdeckt. Naja. Auch von der Reichweite her gut gewesen. Aber mit den Schmelzofenzerstörer bekomme ich auch die Kerne zurück. Fragezeichen. Das Spiel schafft etwas, was andere Spiele nicht schaffen. Was? Ja, der kann sich im Multiplayer connecten. Nein, das nicht. Durch den Wind, die wehenden Baumwipfeln. Also es bewegt, die Bäume bewegen sich halt im Wind. Ja, bei Sturm bewegen sich die Bäume auch. Ja. Aber nicht in Assassin's Creed. In Assassin's Creed ist das auch nicht wichtig. Natürlich! Ja, die Wettereffekte sind auch sehr schön im Spiel. Halt, leider sind alle Modelle sehen aus, als wenn wir aus einer Parallelwelt kommen. Als wenn wir aus Half-Life 1 importiert wurden. In Cyberpunk bewegen sich Palmen übrigens auch, wenn sie buggen. Ich glaube, das war's schon mit Kupfer hier. Schon. Wir sind ja nur zweimal zum Reparieren hin und her gelaufen. Gut, dann lösche ich den Punkt. Würde ich sagen, gehen wir zurück. Also wenn wir den Karren jetzt gerade schon hier vorne stehen haben, könnten wir ja noch bis die Axt kaputt ist Kiefer mitnehmen. Okay. Ja. Wetter hui, Schaas fui. Ja, allein, also der Troll ist schon hart an der Grenze, ey.
Was? Vom Aussehen her. Das sieht aus dem blauen Menschen, blauer fetter Mensch. Also bei den Charakteren ist ja die Low-Poly-Geschichte, da kannst du ja sagen, ach, das geht ja noch, aber der Troll halt ist halt schon hart, also schon heftig. Guck mal, mein Charakter. Ja, aber was meine ich? Die Spielercharaktere, ja okay, ne? Vorsicht. Aber beim Troll merkst du halt einfach extrem, da hätten halt ein paar Polygone mehr nicht geschadet. Wenn ihr Setzlinge habt für die Bäume oder sowas, bitte nicht wegschmeißen. Hier wäre noch eine richtig große Hilfe. Der Troll aus Gothic 1 hatte mehr Polygone. Wahrscheinlich, ja. Hat keine Ahnung, warum die das so gemacht haben. Ich mag irgendwie das Grafikstil. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich haben die so die Anforderungen an Hardware gut gedrückt. Vorsicht! Kauzwergen, Trophäe habe ich irgendwie bekommen. Ich glaube, das ist Absicht, dass der Stil so ist. Deshalb, es gibt auch nichts in der Roadmap, wo irgendwo drin steht, dass man irgendwelche Modelle nochmal anpassen würde. Voll. Kaufst du dir Mass Effect oder lässt dir Mass Effect geben? Also entweder wird es mir gegeben oder ich kaufe es einfach. So müsste eigentlich die Frage gestellt sein. Wenn ich es gegeben kriege, spiele ich es, und wenn ich es kaufe, spiele ich es auch. Eiche. Und wir hätten ja noch eine Eiche. So. Also mit 10 Spiel auf der Karte und Performance hat das andere Gründe, als dass die Modelle so aussehen. Kann sich auch 64 Spiele im Battlefield darstellen, die halt alle Banane aussehen. Also beziehungsweise alle richtige Modelle haben. Oh. Die gegen den ganz so viele Schläge mit deiner Axt. Ja, eigentlich nicht. Meine Axt ist durch. Also. Ja, dann würde ich sagen, geh mal zurück. Habe ich auch vor. Ach komm. Bleibt das halt jetzt da stehen. Ach, solange du den ziehst, kann ich da nichts reinlegen. Ist auch jetzt nicht schlimm. Ist alles okay. Warte. Alles gut. Du machst das schon, lauf. Ich muss noch kurz die Markierung entfernen. Vor 45 Jahren wär's auch der geile Shit gewesen. 25 Jahren. Bei 25 Jahren war nämlich der Anfang der 3D-Beschleuniger. Da war, sag ich mal, Polygon, Highlight, Half-Life. Und wir sind hier im... an sich sind wir von der Polygonmenge und von den Gesichtstexturen etc. ist das Half-Life 1. Das wäre ein Pendant zu der Charaktermodellierung. Na, vielleicht kurz nach Half-Life 1. Also Half-Life 2 ist es nicht. Die waren schon ein bisschen noch schon, die hatten schon bedeutend mehr Polygone. Und Outcast ist da raus. Also, weil Outcast hat ja, sag ich mal, die Voxel-Geschichte so vorangebracht.
Er wollte das gerne damals. Aber es war ja hardware-technisch total für den Arsch. Boah, Junge. Aber es war damals eine gute Technik, um große Gebiete darzustellen. So, jetzt wird man eigentlich schon mehr nach links laufen. Da gab es ja auch diese Sachen wie Desert Combat und... Ja, ich glaube, es war Desert Combat, so hieß das, was auch Voxel war. Und Comanche war in Voxel, bis auf die Modelle, die rumgeflogen sind. Armored Fist war in Voxel, bis auf die Panzer, die rumgefahren sind und so weiter und so fort. Und Desert Combat war ja so gesehen der Vorgänger erstmal von später dem, ich glaube Flashpoint hieß das, oder? Dieser richtig harte Militär-Shooter, bevor Leute dieses American Army gespielt haben. Dieses, Moment, nicht American Army, sondern Armor. Trading. Ich müsste nachgucken. Ja, du wirst ja Freunde gehabt haben, die das gespielt haben. Aber wenn du Strategiespiele gespielt hast, da hast du halt eigentlich nie mit Voxel zu tun gehabt. Weißt du, wo lang? Ja, ich weiß, wo lang. Ich will nur noch ein bisschen was essen. Fährt dorthin, wo ich jetzt laufe, ist es. Die Sache ist halt, dass ich halt früher auch noch relativ viel Simulation gespielt habe. Ja, genau da, wo ich jetzt laufe. Okay, warte. Ich auch bin. Als ich angefangen habe, ESL zu spielen und später EPS, wollte auch keiner mehr mit mir Strategie spielen. Als ich jünger war. Außer sie durften alle gegen mich spielen. Aber ab einer gewissen Zahl, auch wenn du gegen die absoluten Noobs spielst, kriegst du ein Problem. So bei über 3 Gegnern, da wird das dann langsam schwierig. Da war es damals kein Hexenwerk, fand ich. Wirst du dir auch Total War Warhammer 3 holen, wenn es dieses Jahr herauskommt? Das heißt, ja. Ich muss erst den Trailer gucken, sonst weiß ich nicht, wie das ist. Du kannst dir, ohne Scheiß, ich habe in Creative Assembly, arbeite ich seit Total War Rome 2 zusammen. Wenn etwas Neues rauskommt von Total War, liegt das schon in meinem E-Mail-Fach. Also wenn Zugänge vorhanden sind, etc. Deshalb, es wird da kein Problem geben. Das ist der einzige Laden, wo ich mir am wenigsten Sorgen mache. Vor allem, da spielt einer, der früher international gegen mich gespielt hat, World in Conflict zum Beispiel, im International-Turnier und so weiter. Und das war ganz witzig, auf der Gamescom 2017 war das, glaube ich. Als ich, sag ich mal, da war und bei CA und hab mir dann damals Three Kingdoms angeguckt, glaube ich. Und hab ihn dann nämlich gesehen und meinte, wir kennen uns doch von vom E-Sport. Also natürlich englischsprachig, weil der kommt
kommt gebürtig aus England und arbeitet inzwischen für Creative Assembly und hat an sich vorher Total War Arena bei denen versucht, sag ich mal, im E-Sport technisch zu betreuen. Und das war ganz witzig, dass du, sag ich mal, nach Jahren nochmal jemanden kennst, also siehst, den du früher, gegen den du früher gezockt hast. Auch sehr viel Trainingssachen haben wir mit den Engländern immer gemacht, weil du dann nicht Konkurrenz deine Taktiken verrätst, wenn du international deine Trainingspartner suchst. Im Busch. Ich sehe, dass der im Busch hängt. Und der war auch, und der ist auch immer noch bei CA und macht jetzt die Discord-Betreuung und auch das Influencer-Betreuen. Und deshalb sehe ich da halt nie ein Problem. Nicht, dass ich dadurch keine Probleme habe, es ist einfach generell. Aber ich freue mich auf Total War Warhammer 3. Ich hoffe, die haben durch Three Kingdoms, dass das einiges an Einfluss genommen hat jetzt auf die Serie dann noch. Dass noch so ein paar Interface-Geschichten rübergenommen werden. Die das Spiel halt echt angenehm machen. Ich glaube mit. Denn? Oh mein Gott. Jorde, was hast du gemacht? Ja, Jorde, was hast du gemacht? Junge, ich habe einfach nur Kohle produziert. Ja, aber warum? Weil ich es kann. Ja, aber warum verbrauchst du denn unsere Ressourcen für so einen Müll? Also für die Meiler und sowas. Hä? Die Ressourcen habe ich vorhin gerade gefarmt. Du hast doch kein. Du hast doch nicht für die Meiler Ressourcen gefarmt. Nee, das hatten wir. Ja, dann sag doch nicht, dass du die gefarmt hast. Nee, für die Kohle. Achso, die Kohlemeiler brauchen ja die... Obwohl, da hätten wir lieber Schmelzöfen bauen können. Ja, können wir ja dann noch. Ey, hör auf, das kaputt zu machen! Doch. Ah, super. Hast du was eingesammelt davon? Weil ist das nämlich wirklich so, dass wir keine, also wir kriegen nicht die Solidkerne zurück alle. Wenn du jetzt nicht noch 4 Stück bei dir drin hast, dann ist das nämlich... Nein, ich hab nur die Kohle eingesammelt. Ja, dann ist das nämlich ein riesen Scheißdreck gewesen, den du gemacht hast. Ja, du hättest es ja nicht kaputt machen müssen. Nein, Jordi, es ist ein Scheißdreck, dass du einfach hier unsere Solidkerne alle verbrauchst für Kohlemeiler, die total unnötig sind. Mhm. Ich wirklich... Anstatt dass du sagst, dass du, ja, wie wär's, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Kohle irgendwie produzieren, dann hätten wir nämlich dir sagen können, ja, mach einen weiteren Kohlemeiler und einen weiteren Schmelzofen, weil der Schmelzofen dauert lange. Eigentlich kriegt man alle zurück. Bleib mal kurz chillen. Nee, ich hab nur einen aufgesammelt. Also es gibt nur, ist nur einer zurückgekommen. Bleib dort stehen. Danke. Ich hab die schon öfter abgebaut. Ja, musst du noch die anderen 4 drin haben, Jordel. Alter, ich hab sie nicht drin. Jordel, das kann nicht sein. Du standst als einziger neben mir, als ich das abgebaut habe. Junge, ich habe sie nicht. Jordel, das kann nicht sein, weil die nicht einfach verschwinden. Gerade wird im Chat gesagt, wenn man das abbaut, dann... Ist auch egal. Junge, du kannst nicht einfach irgendeinen Scheiß behaupten, Alter. Nur weil du es irgendwie jetzt voll die Ahnung haben willst, Alter. Ich hab's nicht, was gut ist. Es hat nicht damit zu tun, dass ich voll die Ahnung habe. Es hat einfach damit zu tun, dass du eine Ressource verschwendest, wo dann die jetzt normalerweise wieder auftauchen sollte, was sie aber nicht tut. Für etwas, was wir nicht benötigt haben. Einfach ohne mit irgendwem zu reden. Und das geht einfach nicht. Oder gehst jetzt in den Dungeon und holst 10 neue? Ich stimme mich mal.
Was noch mal wie eines bauen wollten. Das wird ein Bier, glaube ich. Ist das? Gesundheit. Danke. Ja, wollen wir anfangen, den Kram zu verheizen? Welchen da? Mein hier einschmelzen. So, ja, ein einschmelzen, klar. Definitiv Schokolade sind. Chris, wir wollen jetzt, also wir haben gerade Kupfer gefarmt, damit wir jetzt ein bisschen Verbesserungen ausbauen können. Alles cool. Beziehungsweise neue Sachen machen können. Ja. Erstmal ein bisschen Ausdauer. Ich baue noch normales Holz, ich habe Special Holz. So, lass einfach schlafen, dann ist nämlich der einmal durchgelaufen. Kommst du mitschlafen, Jordel? Oder redest du jetzt eine halbe Stunde nicht mit mir? Junge, ich bin im Kampf, Alter. Ja, ist ein bisschen groß, die Waffe. Ja, es soll ja so gesehen was episch, also episch ist das falsche Wort, es soll eine Götterwaffe sein.